Es war einmal ein Scherenschleifer. Der ging um Mitternacht durch Merah. Das ist doch kein Scherenschleifer gewesen. Das war ein junger Magd. Und der ist zum Mittag durch Merah gegangen. Okay, jetzt mich mal. Das war ein Scherenschleifer. Um Mitternacht durch Merah. Er ist am Bruggerhaus vorbeigekommen. Und vor dem Bruggerhaus, da saß auf der Bank eine uralte, faltige Frau. Ja, ganz genau. Solche Geschichten erzählt er, gell? Eine uralte, faltige Frau. Ja, logisch. Nein, nein. Ja. Es mit mir zu losen. Da ist ein ganz ein junger, knackiger Bursch gestanden. Vor dem Bruggerhaus. Uralte, faltige Frau, die vor dem Bruggerhaus auf der Bank saß um Mitternacht, hielt dem Scherenschleifer drei goldene Nüsse. Drei goldene Nüsse sogar, ja genau, ganz genau. Das waren drei Kackelen, die hat er von daheim mitgenommen. Der hat die Eier verkauft. Goldene Nüsse. Der Scherenschleifer schaute sich die drei goldenen Nüsse, die die uralte, faltige Frau ihm unter die Nase hielt, genau an. Dann schüttelte er den Kopf und ging weiter, ohne sie zu nehmen. Hätte er sie genommen, wäre er ein reicher Mann geworden.